Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute machen wir wieder ein bisschen was, und zwar die Bremse eines Pferdeanhängers. Hier müssen die Beläge neu, und ich nehme euch ein bisschen mit und erzähle euch was, was ich weiß oder was ich nicht weiß. Als allererstes Reifen runter und aufbocken, natürlich, klar. So, Reifen ist runter. Jetzt muss diese silberne Kappe runter. Bei diesem, ja, Fahrzeug ist es ja nicht, bei diesem Hänger muss man die ein bisschen runterhebeln. Anders geht's nicht. Aber es sind sehr stabile Kappen, damit wir zu der Zentralmutter hinkommen. So, jetzt geht's da weiter. Diese Kappe kann man gut unternehmen mit dem Schraubenzieher. Dann kommt schon die Zentralmutter zum Vorschein. Die ist festgezogen mit 280 Newtonmeter. Also Drehmomentschlüssel sollte man haben. Lösen. Eine Hilfe hierfür wäre Reifen drauf machen, runterlassen. Dann kann man besser lösen. Beim Hänger ist es so, also das wäre jetzt bei dem Auto, bei dem Hänger ist es so, dass die Narbe eh fest ist, also keine Probleme. Die kann man öffnen mit einer schönen Verlängerung. 36er Nuss ist überall unterschiedlich. Das ist ein alter Drehmomentschlüssel, den nehme ich gerne zum Öffnen her, weil einfach der Hebel länger ist. Ich habe zum Festmachen der Schraube einen neuen Drehmomentschlüssel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind wir schon wieder. Diese Zentralmuttern müssen erneuert werden, denn die haben eine Sicherung. Ich habe hier die neuen unten, die alten oben. Die sind nicht ganz rund, sondern die sind ein bisschen eingepresst und dadurch werden die gesichert. Sicherungsarten gibt es verschiedene. Es gibt mit Plastikringen und wie auch immer, mit Stiften, Sicherungen gibt es viele Möglichkeiten. Hier geht es auf alle Fälle weiter. Ich würde empfehlen, bei dem Auto die Handbremse und bei dem Hänger. Die Bremse ist ja auch das gleiche System, Trommel und Backen. Würde ich empfehlen, vorher ein bisschen zu öffnen. In dem Fall muss man mit einem 17er Nuss hinten eine Schraube drehen und so gehen dann die Backen zusammen, dann kriegt man die Trommel besser runter. Bis gleich. So, die Trommel haben wir raus. Gelöst ist natürlich dadurch, dass wir die Backen entspannt haben, sehr gut runtergegangen. Die Trommel ist in dem Fall noch okay. Da ist auch schon das Lager mit drin. Hier war auch überhaupt kein Problem. Die Trommel wird jetzt dann innen drin ein bisschen sauber gemacht mit ein bisschen Drahtbürste. Das reicht schon. Die wird wieder hergenommen. Und hier ist jetzt die Backen. Die werden geöffnet mit einer Feder. So schaut die Feder aus. Diese Feder geht durch die Backe durch und wird dann hinten eingehakt. Und ich nehme immer so eine Spitzzange, um diese Feder bewegen und drücken zu können. Ja, gleich macht jeder. Schauen wir mal. So, haben wir das schon. Und jetzt fällt die Bremse schon fast auseinander. Hier oben ist keine Feder drin, das ist aber normal so.
Das ist bei allen anderen dreien auch so. Es war so, es gehört so. Und hier ist dieser Verstellmechanismus und hier hat keine Feder was zu suchen. Hier unten ist der Verstellmechanismus für den Bautenzug. In dem Zuge sollte man den Bautenzug auch überprüfen, ob er gangbar ist. Ist er. Man kann auch hier das Ankerblech, das heißt man kann, man sollte sogar auch hier mit der Drahtbürste ein bisschen ringsrum gehen, damit keine Schleifgeräusche entstehen. Es wäre nicht schlimm, aber es sind die Geräusche. Bautenzug ist gut und beweglich. Und machen wir sauber und dann sehen wir uns wieder. Hier sieht man nochmal das System, wie das dann funktioniert. Das ist, hier sitzen die Backen, muss man sich vorstellen. Hier ist dann der Bautenzug. Und Mücken sind auch da. Und hier zieht dann der an, der Bautenzug. Und dadurch gehen dann die Backen auseinander. Ich werde das jetzt alles wieder einbauen und es ist Einbau genauso wie der Ausbau, also da kommen die Backen, die werden zusammen gemacht mit den Federn, das ist manchmal so ein bisschen so, ja, man sollte es schon mal gemacht haben, so eine Handbremse bzw. eine Trommelbremse. Und ich mache das jetzt alleine, die Auflageflächen auf alle Fälle hier, die müssen sauber sein vom Lager. Und die Trommel, wie gesagt, innen noch sauber machen. Ein bisschen mit der Drahtbürste drüber gehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das ist jetzt schwierig zu filmen. Ich könnte es schon filmen. Ich versuch's mal. Ja, hier sind die neuen Backen. Es ist auch hilfreich, sich vielleicht die alten anzuschauen. Oder so, wie es drin war. Das heißt nicht mehr, dass es richtig ist, meistens schon. Und hier kommt der Verstellmechanismus dann rein. So im Endeffekt. Unten eine Feder, ups, oben eine Feder und der Verstellmechanismus richtig rum und sehen wir uns gleich wieder. Hier ist es so, bei der Bremse sind so zwei Keile drin und das ist die alte hier und die Keile sitzen hier oben, man sollte die auch richtig rum reinmachen, die sind auch, die sitzen bei der Einstellschraube für die Bremsen, wichtig auch, die richtig reinzumachen. Man sieht jetzt schon, es ist fast fertig. Hier oben ist diese Einstellschraube, die ist hinten zu erreichen. Ich habe ein bisschen sauber gemacht. Hier ist schon wieder dieser Mechanismus und hier oben gehören diese Keile rein und geht's gleich weiter. So, und da sind wir eigentlich auch schon wieder fertig. Also wie gesagt, es sollte schon mal jemand gemacht haben. Und ja, es ist schon was anderes als eine Scheibenbremse. Eine Trommelbremse hat einfach viele Federn. Und den Verstellmechanismus, man sollte halt echt schon ein bisschen was wissen. Ich schraube schon 25 Jahre, habe schon ein paar Bremsen gemacht. Und wenn mir jemand unterstellen würde, dass es Murks, dann könnte er mich am Arsch lecken. Ja, so schaut es aus. Wie gesagt, hier ist die Einstellschraube, die ist von hinten zu bedienen. Das macht man später, wenn die Trommel drauf ist. Und kann ich euch nachher noch schnell zeigen. Und dann ist es eigentlich schon wieder fertig. Hier ist die andere Schraube, die die eine Backe hält. Dieses Blech schaut sehr gut aus, das Ankerblech. Und bis nachher. So, dann geht es schon wieder weiter. Also die neue Zentralschraube ist drauf. Die hat ja, wie gesagt, diese Sicherung. Und die ziehen wir jetzt an.
hier ist der Drehmomentschlüssel. Den stellen wir auf unser Drehmoment ein und dann einfach zuziehen, bis es klickt. Sollte jedem bewusst sein. Beim Drehmomentschlüssel immer in einem durchgehen, bis es klickt. Am besten nicht absetzen. Ja, das war's schon. So, dann wird noch die Bremse angestellt. So, weiter geht's. Einstellung ist ja so, dass beim Hänger jetzt die Einstellung nur nach vorne funktioniert. Und zwar, wenn der Reifen sich nach vorne dreht. So ist es jetzt schon wieder zu leicht. Man hätte dann keine Bremswirkung. 17er Schlüssel. Die Trommel darf sich nicht zu leicht drehen und auch nicht zu fest. Genaueres wird dann aber in der Werkstatt noch eingestellt. Da, naja, von diesen neuen Belegen, das ist nicht weiter schlimm, die werden auch vergehen. Wie gesagt, eingestellt werden sie noch. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und dann ist eine Trommelbremse gemacht. Ich sage es hier nochmal, man sollte es schon mal gemacht haben. Sonst ist man vielleicht ein bisschen überfordert mit den 100.000 Federn, die da verbaut sind. Gefühlte 100.000. Dann kam dieser Deckel wieder drauf. Zentralschraube ist fertig. Mit einem Hammer vorsichtig. Und dann war's das. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönes Wochenende und bis bald.